So, willkommen zu diesem Dietbreak Vlog. Ich sehe jetzt, ich bin noch ein bisschen verschlafen, ein bisschen ist gut. Auf jeden Fall gibt es heute eine ganze Ladung Carbs, da begleitet mich. Dann seht ihr mal, wie so ein Ladetag ablaufen kann, so einem Dietbreak. Und ja, wie ihr seht, vorgesehen habt schon, ich bin noch ziemlich verschlafen, aber ich würde sagen, Form passt. Auf jeden Fall, jetzt seht ihr mal, wie das Ganze noch in Flach aussieht. Und dann sehen wir, wie das heute Abend schon sich verändert wahrscheinlich. Und ja, ich bin gespannt. Heute gab es nur ein Espresso, extra um die Koffeinzufuhr ein bisschen zu reduzieren. Vielleicht zu einem normalen langen Kaffee. Und morgen gibt es wahrscheinlich zwei Cola Zeros. Ich habe jetzt meine Koffeinzufuhr etwa in den letzten paar Wochen während der Diät eigentlich trotzdem nicht so hoch gehalten, weil ich persönlich extrem stark auf Koffein reagiere und deswegen hatte ich so 100 bis 150 Milligramm am Tag. Jetzt fahre ich da langsam runter, weil ich selbst bei dieser geringen Menge Entzugserscheinungen bekomme. Wahrscheinlich hat es auch damit zu tun, dass ich vielleicht auch einen gewissen Typ genetisch gesehen der Adenosinrezeptoren habe, wo ich halt viel sensibler reagiere als andere. Jedenfalls heute Kaffee, Espresso und morgen dann wahrscheinlich nur zwei Cola Zeros. Die haben dann insgesamt rund 66 Gramm Milligramm Koffein und dann ja wahrscheinlich noch 2, 3 Tage ein Cola Zero mit 33 Milligramm Koffein und dann die letzten paar Tage null. Erste Mahlzeit im Überblick: Milch, Rice Krispies, dann hier Trauben, Kiwi und hier haben wir 7 Gramm EAAs und noch glaube 22 Gramm Isoclear. Wieso jetzt wieder dieser Mix? Ich habe heute eine extrem hohe Zahl an Kohlenhydraten, eine extrem hohe Kohlenhydratmenge und auch Rice Krispies zum Beispiel hat Protein dabei. Hingegen aber halt quasi Reisprotein, was nicht so hochwertig ist und auch vom Aminosäureprofil jetzt nicht unbedingt optimal ist. Deswegen habe ich jetzt hier Whey, was schon selbst eine sehr hochwertige Quelle ist, mit EAA sogar noch gemischt, um einfach die EAA-Menge Zufuhr pro Mahlzeit dennoch ja, hochzuhalten. Wieso jetzt die Früchte? Wir haben ja Fructose drin und Fructose kann nur über Umwege als Muskelglykogen gespeichert werden, über die Gluconeogenese. Details darüber jetzt spielt in diesem Fall jetzt keine große Rolle. Der große Vorteil nämlich jetzt von Fructose in der ersten Mahlzeit ist auch halt, dass das Leberglykogen schneller wieder aufgefüllt wird. Also Fructose ist, also der Mix aus Fructose und Glucose ist das effizienteste, wie man das Leberglykogen schnell auffüllen kann. Und daher auf jeden Fall so am Anfang des Ladens macht es auch Sinn, so einen Mix aus Glucose, Fructose zu sich zu nehmen. Ein weiterer Vorteil ist Glucose. Wie jetzt zum Beispiel hier, also Stärke ist eine verknüpfte Glucose. Die wird über den SGLT1-Transporter zusammen mit einem Natrium-Ion aufgenommen. Hingegen Fructose über den GLUT5-Transporter. Das heißt, Fructose und Glucose, wobei da ist natürlich auch noch Glucose drin, werden über verschiedene Transporter aufgenommen und deswegen in Kombination führt es dazu, dass schneller quasi beides aufgenommen wird, weil halt eben die Transportkapazität von Glucose begrenzt ist und Fructose aber hilft, das Leberglykogen aufzufüllen. Ergo am Anfang Mix aus Glucose, Fructose und im Verlauf dann nur noch Glucose. Also das ist zumindest die Theorie dahinter. Und eben wie gesagt, hier seht ihr Isoclear und EAAs, also das ist wirklich Isoclear, das Whey-Isolat drin, auch wenn es überhaupt nicht noch ein Proteinshake aussieht, aber es ist genau das Geile dran, mit diesem Isoclear, das halt wirklich wie ein Softgetränk ist. Jetzt hier beides mal Pineapple Mango und Pineapple. Aber wirklich ein feines Getränk und fühlt sich wirklich erfrischend an, hat nicht so wie Michi geshakt, also eher wie so ein Dessert anfühlt zum Nachtisch. Und von den Saps her noch, Kurkumin nehme ich jetzt auch schon seit mehreren Wochen. Eine Kapsel morgens mit dem Essen, eine Kapsel abends mit dem Essen, auch heute, ihr seht's. Kreatin habe ich jetzt hier in Kapseln, kann man auch in Pulver, aber Kapseln dann auch noch
nice, kann man ein bisschen easier mitnehmen, man muss halt nicht immer das ganze Pulver reinschütten. Wieso jetzt so viel? Ich habe jetzt da hier, glaube ich, ja, etwa 9 Gramm. Ich hoffe, dass ich mit dieser hohen Glukosemenge vielleicht diesen Kreatinspeicher noch ein bisschen weiter füllen kann. Und es ist auch so, dass wenn man mehr Muskelmasse hat, eventuell auch über 5 Gramm Kreatin wahrscheinlich Sinn machen. Aber dazu kann ich mal später noch ein Video machen. Aber das ist hier mal die erste Mahlzeit. Und eben halt noch für die Rice Krispies ein bisschen laktosefreie, teilentrampte Milch. Ich könnte auch Magermilch nehmen, und auch da hat es keine Laktose drin, beziehungsweise nur unter 0,1 Gramm pro 100 Gramm, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also überhaupt keine Symptome und keine Probleme. Yes, ich lasse es mir mal schmecken. Ich habe richtig Lust, endlich wieder zu essen nach diesen 5, schon relativ harten Diätwochen inzwischen. Kleine Anmerkung noch zum Kreatin. Das werde ich jetzt natürlich über den Tag verteilt. So 1 bis 2 Tabs, ein Tab ist 1 Gramm. Zu mir nehmen, um das schön auch möglichst gut aufzunehmen und auch möglichst wenig Magen-Darm-Probleme zu riskieren. Und übrigens, mit meinem Code Janis habt ihr Prozente bei ESN und unterstützt mich zusätzlich. Also wenn ihr euch das auch mal holen wollt, das Isoclear insbesondere und auch das Curcumin, dann benutzt meinen Code, würde mich freuen. Und wie gesagt, ihr habt mit dem Code immer variable Prozente. Ich weiß nicht, noch nicht genau, wann das wieder jetzt hochkommt, weswegen ich noch nicht sagen kann, was ihr jetzt gerade für eine Vergünstigung habt. Aber ich werde es euch hier dann noch in die Beschreibung des Videos schreiben. Mahlzeit Nummer 2. Das sind jetzt Süßkartoffeln. Die haben das Salz abgewogen, einfach um zu schauen, bei wie viel Salz was genau passiert. So, hier das nächste Mehl. Hier ein bisschen Kaisergemüse. Reis 200 Gramm mit Bouillon, hier noch Salz wieder abgewogen für das Gemüse, so genau ist es wahrscheinlich nicht, und wieder noch 2 von denen Kreatin und 22 Gramm Isoclear, Geschmack Lemon Slush. Gonna lie when you look me in my eyes and you show me a facade. Show me a facade. How you gonna lie when you look me in my eyes and you show me a facade? Show me a facade. You a lie. You a front. You say anything long as you get what you want. Tryna play me like a fool, homie. I am not a clown. It ain't nothing but a game, cause all you do is mess around. Now I'm on the verge of a meltdown. 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 I should've known when I met her back at Midtown at Dogwood when I was going through a rough patch, but it's all good. I even told about the dark times I had in childhood when we was driving off of I-10 in Kirkwood. Now all that time I never get it back. You wanted that. Used to hate when I didn't wanna hang. I noticed that. Used to talking about your ex Jake with your next Jack. Used to messing with them white boys. Now she went black. Wait a minute. Guess you went and got yourself a real life nigga. Got yourself some booty shots and live filler. You just wanna make a rapper beat like Dilla. You ain't never nice, radiator has speakers up close. Baby, you a ghost, you a demon, and you should float. Get out the way and just go, and just go, and just float, float, float. How you gon' lie when you looking in my eyes and you say you down for the cause, but you really here for the ride? You ain't really feeding no sheep, you a canine in disguise. Should've never gave you nothing but a funky high five. I know we can't go back in time, but I wish I could rewind and get back all that money that I spent, every nickel and dime. Cause you a lie. Oh, you a front. You gon' say anything as long as you get what you want. Went and got yourself a new man. It ain't even been a month. I feel sorry for your boo, cause he don't know what he signed up for. Do he? Ooh, yeah. That you met him at the bar, Louie. Okay, don't try to do him like you tried to do me, baby. You a cold blooded killer like Stooky. Cause I'm close, baby. You a ghost, you a demon, and you should float. Get out the way and just go, and just go, and just float. Float like a balloon, apple, empty bottle, cork, styrofoam, and most dead bodies. You killing me, homicide. Look at your lying eyes. I should have been better laced, cause I failed too many times. If money the root of evil and you call yourself a dime, you gotta be penny wise, you gotta be penny wise. Hier noch das letzte Meal. Boah, selbstgemachte Chicken Nuggets. Mit Ketchup. Boah, Pecannüsse. Hier Reis. Und noch in Salaten gemischt. Es gibt dann auch schon noch ein Meal, das eigentlich das zweitletzte Meal ist. Das.
Und letzte Mahlzeit, nochmal Reis, noch das letzte Kreatin und eben Kurkumin. Gehe aus, um noch ein paar Essential Amino Acids reinzubekommen. Ihr seht, die Adern sind schon deutlich mehr draußen. Und noch als Dessert ein Designer Bar. Und ich weiß nicht, ob man es sieht, nicht so gut, ja doch. Aber die Adern, die sind deutlich mehr zu sehen. Also, wie auch zu warten war. Mal schauen, wie es morgen aussieht. Ich bin gespannt.